Heute ist Pflanzengießtag. Ich muss sagen, seitdem ich jetzt TikTok, 2 YouTube-Channel, Twitch, Instagram bespiele, mein Storage ist voll, obwohl ich schon 3 Euro im Monat an Apple zahle für den voll größeren Storage. Und ich habe keinen Überblick mehr. Ich bin gerade ein bisschen am Sortieren und so und am Planen. Ich versuche jetzt auch meine Highlight-Videos im Voraus immer zu planen und nicht so auf Krampf irgendwie. Also ich habe jetzt für die nächsten 2 Wochen auf jeden Fall was. Und für die Wochen darauf hätte ich theoretisch auch schon was, aber wer weiß, vielleicht kommt noch was Niceres dazwischen. Stream heute war sehr nice. Switch Sports ist jetzt draußen, das ist ganz lustig. Es macht Spaß, auf jeden Fall. Ansonsten bin ich gerade am Chillen. Wir haben jetzt Freitagabend und ich bin ganz froh, dass jetzt Wochenende ist. Morgen gehe ich frühstücken und dann chill ich und dann ist abends diese K-Pop-Party. Bin ich auch sehr gespannt. Es ist Samstag und es ist 9 Uhr und ich habe schrecklich geschlafen. Ich habe richtig schlimm geträumt gerade. Aber wir gehen frühstücken und deswegen gehe ich jetzt schon machen. Mich noch mal komplett ausgezogen und ich werde jetzt wahrscheinlich noch einen Nap tätigen. Wir gehen heute Abend feiern und dafür möchte ich ausgeruht sein. Deswegen bin auch gestern Nacht einfach aufgewacht mit mies Übelkeit. Ja, deswegen lege ich mich jetzt noch mal hin und dann gibt's heute Abend Action. Bin dann viel zu Hause gewesen, hab dann noch mit Jolly in der Küche geredet bis irgendwann nach 5 und bin dann um 5:30 Uhr schlafen gegangen. Aber es ist 11:30 und ich streame gleich. K-Pop Party war okay. Das Ding ist, ich habe halt die letzten Jahre kein K-Pop mehr gehört und deswegen kannte ich so gut wie keinen Song. Und wenn die Songs kamen, die ich kannte, war es halt so nice. Damals, 2019, war ich halt regelmäßig auf K-Pop Partys und damals war es immer so, oh mein Gott, ja, K-Pop ist mein Leben. Und das ist halt nicht mehr. Deswegen war es okay. Eine Experience, die ich jetzt nicht nochmal so schnell nachholen muss. So ein was? Ich war gestern nach circa 10 Jahren oder so das erste Mal wieder Inliner fahren und es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Das war so geil und ich überlege jetzt gleich einfach nochmal zu gehen, nochmal alleine, weil ich gestern ja mit Jasmin war. Ich möchte heute auch noch ein paar Sachen erledigen. Zum einen habe ich gerade leider keinen TikTok-Cutter, das heißt, ich muss da mal mich selbst dran setzen, aber im Endeffekt ist es jetzt auch nicht so viel Arbeit.
Und ich würde gerne noch eine Seite meiner Bachelorarbeit heute schreiben, damit ich meinen Zeitplan alles hinbekomme. Ja, ich habe gerade gefrühstückt. Ich denke, ich werde jetzt kurz mich duschen, anziehen und so weiter und so fort. Und dann, ja, dann denke ich, gehe ich in Lena fahren, weil hier um die Ecke ist auch direkt eine Strecke, wo man richtig gut fahren kann. Heute letztendlich fast anderthalb Stunden in deiner Fahrt. Ich bin exhausted und geht schlafen. Komplett runtergerattert, habe dann eine kurze Pause gemacht und nochmal eine Seite geschrieben. Damit bin ich jetzt auf der Seitenzahl, die ich auch für heute erreichen wollte. Habe aber noch eine halbe Stunde und mache jetzt so diese repetitive Arbeit, wo ich einfach nur die Quellen raussuche, welche über eine Serie schreibe, auch immer die Szenen angeben muss, also in welcher Folge das ist, von wann bis wann diese Szene ist. Und das ist halt total repetitiv, deswegen habe ich jetzt einfach runtergeschrieben und suche dann jetzt erst die Szenen raus. Und ich wollte wieder in diesem nicht mehr ganz Beginnerkurs. Und meine Hände tun einfach immer noch weh. Hier alles. Aber es war so cool. Also es war heute richtig nice. Und ich hatte richtig viel Spaß. Es ist gerade einfach wieder mal bewusst geworden, dass wenn man Ziele hat, wenn man Pläne hat, wenn man Wünsche hat für sein Leben, dass man einfach you show up. You gotta show up for yourself. So, you gotta show up for yourself. Du musst einfach machen. Und mittlerweile, also zurzeit bin ich ja voll irgendwie schon sehr produktiv. So, ich schreibe meine Bachelorarbeit, ich stream 5-mal die Woche, ich mache jetzt die Vlogs und so. Das Ding ist, man darf sich daran aber auch kein Beispiel nehmen, was andere alles schaffen, weil ich denke mir auch manchmal, okay, aber andere schaffen noch mehr. Andere streamen noch mehr und machen noch mehr dies und das und jenes. Aber man darf sich halt nicht vergleichen, weil da, wo ich jetzt bin, dieser ganze Weg der letzten 3 Jahre oder der letzten 5 Jahre oder was auch immer, haben dazu geführt, dass ich jetzt halt das so schaffe und mich so organisiert bekomme, wie es jetzt hinbekomme. Ich habe das irgendwie vor einer Weile auch noch nicht geschafft, mich so zu organisieren. Mittlerweile klappt es halt irgendwie einfach und ich habe trotzdem noch ein Social Life und ich habe trotzdem noch Zeit für meine Beziehung und ich habe trotzdem noch irgendwie, ja, genug Zeit alleine. Deswegen, also man darf sich halt auch nicht mit mir vergleichen, weil ich halt jahrelange Expertise einfach jetzt schon dahinter habe und es einfach schon so lange mache, dass es halt wirklich so nicht nur mehr Gewohnheit ist, sondern einfach Teil meines Lebens. Und genauso darf ich mich nicht mit anderen vergleichen, die noch mehr machen, noch mehr schaffen, noch mehr haben, erreichen, was auch immer. Und ja, wir müssen einfach alle unser Bestes geben. Und dieses Beste sieht halt auch nicht immer gleich aus. Mein Bestes kann heute anders aussehen als morgen. Das möchte ich einfach euch ein bisschen mit auf den Weg geben. Aber trotzdem auch gleichzeitig, wenn ihr etwas wollt, dann müsst ihr auch in Aktion treten. Das sind meine Gedanken zum Abend. Neue Handyhüllen. Ich habe jetzt Matching Handyhüllen mit meinem Boyfriend. Mein Outfit heute sagt Cotton Candy. Aesthetic, keine Ahnung. Go to therapy, but make it cute. Okay,
Okay, ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich war noch beim DM. Ich habe mir Sachen gekauft, wie zum Beispiel diesen Haarreif oder aber auch diesen Lipgloss. Weil ich zurzeit sehr auf dem Blair Waldorf Trip bin. Weil ich ja so viel Gossip Girl gucke. Auf jeden Fall ist es jetzt schon 12 fast. Ich bin perfekt im Timing. Ich setze mich jetzt an meine Bachelorarbeit für 2 Stündchen. Dann streame ich. Ich habe actually ja schon die ganze Zeit vor, denen mehr in meine Routine einzubringen. Mir ist gestern bewusst geworden, dass ich arbeite 2 Stunden an meiner Bachelorarbeit und ich streame, meistens auch nur rumhocke. Und das möchte ich ändern, weil ich nicht irgendwie 7 Stunden am Stück einfach nur sitzen will, ohne großartig Pausen zu machen. Deswegen dachte ich mir, Mittagspause und Dehnen ist irgendwie kombinierbar. Und genau das werde ich jetzt machen. Fühlt sich super an! Wow. Ich bin gerade schon eigentlich mitten in einer Study-Session. Das heißt bitte, ich habe gerade erst angefangen. Aber ich muss gerade einfach einmal ein bisschen loswerden, wie dankbar ich zurzeit bin für alles, was in meinem Leben stattfindet. Also die Bachelorarbeit, Schreiben ist irgendwie so, es fühlt sich so gut an, weil ich weiß, dass ich das irgendwie hinbekomme und ich dann einfach einen Studienabschluss habe. So what the fuck einfach. Mir macht das Content kreieren zurzeit auch total Spaß, das Streamen. Und ich bin ultra dankbar, dass meine Vlogs auch irgendwie natürlich geschaut werden. Das macht mir auch ultra viel Spaß und ich bin auch einfach so zufrieden mit den Freunden, die ich habe und mit meiner Beziehung. Ich bin zufrieden mit den Hobbys, die ich habe, dass ich endlich Sport mache, dass ich Inline-Fahren gehe, Pole-Dance mache, was auch immer. Dass ich in Berlin wohne, also das ist so absurd. Hätte man mir das irgendwie von einem Jahr gesagt, also wirklich von einem Jahr, dass ich nach Berlin ziehe, so schnell und jetzt schon so lange hier wohne, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Und ich weiß sogar noch, wie ich war ja im Mai auch hier für eine Woche, also vor genau einem Jahr fast. So 1-2 Monate danach wurde mir ja angeboten, dass ich für 3 Monate hierher kommen kann. Und ich weiß noch, wie ich am Telefon mit einem Freund damals war und gesagt habe, ey, ich habe Angst, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich weiß nicht, ob ich wen untervermietet bekomme in meiner Wohnung, bla bla bla. Und ich weiß noch, wie er dann gesagt hat, ja, ganz ehrlich, mach das einfach. Ansonsten sagst du in 30 Jahren, ja, ich wollte auch mal nach Berlin kommen, aber hab's dann nie gemacht. Und ich bin so dankbar dafür. Ich bin so dankbar dafür, dass er damals auch mich so dazu gepusht hat, das zu machen. Weil sonst wäre ich jetzt nicht hier, sonst hätte ich jetzt nicht so ein ultra nice Leben, wie ich es gerade habe. Und ich bin generell einfach retrospektiv so dankbar für alle Menschen, die meinen Weg so geebnet haben oder die meinen Weg beeinflusst haben, ob es jetzt positiv oder negativ ist, weil alles hat mich letztendlich dazu gebracht, dass ich jetzt hier bin, kurz vor meinem Abschluss, was ich auch für eine Weile nicht für möglich gehalten habe, weil ich so psychisch am Struggeln war und gedacht habe, ich kriege das niemals hin, es zu beenden. Und jetzt trennen mich nur noch circa 20 Seiten davon. Ich habe oft mich auch dafür fertig gemacht, dass ich ja schon so alt bin und erst so spät meinen eigenen Weg eingeschlagen habe und erst so spät Sachen gelernt habe. Aber ganz ehrlich, besser spät als nie. So, ich bin froh, dass ich mit 24 schon jetzt über 2 Jahre in Therapie bin. Über 2? Wahrscheinlich schon fast 3 Jahre. Keine Ahnung. Dass ich jetzt schon eine Weile in Therapie bin, dass ich voll viel gelernt habe, mittlerweile wirklich stabil bin und mich Sachen traue, dass ich jetzt fucking in 1,5 Wochen nach Barcelona fliege alleine. Das sind Sachen, die ich für so lange Zeit für nicht möglich gehalten habe. Und keine Ahnung, dass ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl habe, ich habe fast schon so viele Freunde, weil ich am liebsten mit allen gleich viel Zeit verbringen würde und es einfach nicht möglich ist. Und ich bin auch so produktiv wie noch nie. Keine Ahnung, es ist einfach ein richtig, richtig schönes Leben, das ich gerade führe. Und das appreciate ich sehr. Und ich appreciate auch jeden Einzelnen von euch, die meine Sachen anklicken, meine Sachen liken, meine Sachen teilen, meine Sachen kommentieren, mir Feedback dazu geben, mir sagen, was sie denken zu dem, was ich mache. Weil ohne euch wäre es auch nicht möglich, dass ich das überhaupt mache. Thank you.
wirklich verrückterweise auf einmal die Woche Haare waschen irgendwie runter. Ich hätte nicht gedacht, dass das so easy, so schnell klappt. Ich war beim Pole. Es war sehr anstrengend. Ich hatte wirklich an einem Punkt das Gefühl, meine Arme fallen einfach ab. Ja. Ich werde diesen Vlog jetzt auch wieder beenden. Die Woche war sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich bin einfach happy gerade. Aber ich kriege gerade Kopfschmerzen. Deswegen wünsche ich euch hier noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Startentag, was auch immer, wann ihr das auch immer guckt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Vlog.